Pünktlich, wie angekündigt. Ich bin live, ne? Ja. Oh, jemand schaut zu. Ja, wie angekündigt bin ich jetzt live. Und ich weiß nicht, soll ich einfach anfangen zu labern oder warten? Bis noch ein paar dazuschalten. Vielleicht schaltet auch niemand dazu und guckt sich das hinterher an und denkt sich, okay, komm zum Punkt. Ich habe mich eben so gefragt, ich dachte mir so, ja, was will ich eigentlich labern? Aber ehrlich gesagt, fällt es mir gar nicht schwer, irgendetwas zu erzählen. Ich könnte eine Stunde über irgendwas durchlabern. Ist eigentlich gar kein Problem. Von daher denke ich, dass ich diese Zeit füllen werde. Hallo Sebastian, schön, dass du da bist. An die Leute, wie winke ich eigentlich, ey, so bekloppt. So, sind irgendwelche Fragen da? An die zwei Zuschauer. Habt ihr Fragen? Dann schreibt sie doch gerne in den Chat. Ansonsten, ja, was kann ich erzählen? Vielleicht, was gerade so abgeht. Also, ich kann nicht ein bisschen über Hardwall reden. Ich habe mir vorhin ein Laber-Video von Marie Johnson auf YouTube angeschaut, kann ich jedem sehr empfehlen, weil sie, also ich habe halt letztens auch mit meinem besten Freund so richtig lange darüber diskutiert, was halt gerade so auf der Welt abgeht und zu was das führt, was mit der Natur los ist und die ganzen Trends und so und wie das halt dazu führt. Ja, beziehungsweise wie es einfach auch viele ignorante Menschen gibt und wie es aber auch gleichzeitig viele Menschen gibt, die halt einfach mehr tun möchten, aber immer so das Gefühl haben, es ist nicht genug und sich auch so ein bisschen ohnmächtig und hoffnungslos fühlen. Also vor allem nach dieser Australien-Geschichte ist mir das aufgefallen, beziehungsweise auch bei mir selbst aufgefallen, dass ich echt wieder in so eine Hoffnungslosigkeit abgerutscht bin, obwohl ich eigentlich zur Fraktion der Optimisten gehöre, die sagen, also die halt einfach immer an das Gute glauben, weil im Endeffekt, also ich mache das halt daran fest, was mir mehr bringt. Und wenn ich optimistisch eingestellt bin und eine gute Zukunft für mich und für mein Umfeld und für diese Welt wirklich glaube, dann bin ich ja viel mehr gewillt, auch meinen Beitrag zu leisten, als wenn ich halt total pessimistisch bin und so hoffnungslos, weil das führt meistens dazu, dass man so denkt, ja, bringt ja eh alles nichts, ist doch eh alles scheiße. Und ja, wie man sich dann verhält, bringt halt niemandem irgendwas, meistens. Und darüber spricht sie halt auch, Marie, auch in ihrem Video. Und halt auch, dass wenn man selber in einem Bereich sehr aktiv ist, man dann auch gerne da mit dem Finger auf andere zeigt. Zum Beispiel, wenn man kein Fleisch isst, dass man halt dann irgendwie so da reinrutscht, dass man halt mit dem Finger auf Leute zeigt. Was halt mit dem Finger auf Leute zeigt, aber dass man dann halt so, ich weiß nicht, man fängt an, sich mit der Sache so sehr zu identifizieren, dass es wie so eine neue Religion für einen wird und dann versucht man, andere so zu bekehren. Und sobald es so ist, ist es eigentlich total scheiße. Also ich bin voll gegen sowas, ehrlich gesagt, weil ja, sobald es wie zu so einer heiligen neuen Religion wird, schrillen bei mir schon die Alarmglocken, weil ich mir so denke, nein, einfach, du musst immer offen bleiben und das ist halt auch anstrengend. Das ist halt einfach anstrengend, weil es ist viel leichter. Also, ich glaube, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Also, ich würde mich zum Beispiel auch nicht mehr, ich möchte eigentlich auch nicht mehr so zu dieser veganen Szene dazugehören, ehrlich gesagt. Weil
Einerseits bin ich noch überzeugt davon, aber ich bin einfach nicht. Ich bin einfach nicht 100% vegan. Und das war ich auch noch nie so wirklich. Ich gehörte immer zu den Leuten, die auch mal eine Ausnahme gemacht haben oder so. Und das war halt immer situationsbedingt. Und wenn man halt so ein Label sich aufdrückt, dann schafft man sich echt wieder so ein neues Gefängnis. Das ist das auch, was ich ein bisschen meine in meinem neuen Post. Lasst euch nicht vom süßen Pikachu irritieren. Der Text darunter hat es in sich. Meine Vorlagen sind übrigens immer meine Texte, die ich in meiner Facebook-Gruppe schreibe. Also ich schreibe eigentlich jeden Morgen quasi Tagebuch in meiner Facebook-Gruppe Safe Haven. Wenn du auch dabei sein möchtest, dann darfst du gerne über den Link in meinem Linktree in meiner Bio dazukommen. Und davon, also das ist immer so meine Vorlage für meine Insta-Texte auch. Weil da, was da so einfach beim Schreiben so aufkommt, einfach so, das war zum Beispiel heute so, dieser letzte Teil, der kam irgendwie einfach so auf und ich hatte den eigentlich auch in Ich-Form geschrieben und es kam einfach so auf, obwohl ich mit einem ganz anderen Thema gestartet bin. Ich habe zuerst über Dankbarkeit und Affirmationen und so geschrieben und auf einmal kam das irgendwie hoch und das sind halt immer so die Worte, die mir was bringen in dem Moment. Also die Wörter, die ich auch ein bisschen, die ich gern hören würde, aber auch so, die heilsam für mich sind. Und dann habe ich das halt in diesen Insta-Post umgewandelt und vielleicht sind das auch die Wörter, die genau du gerade hören musst oder die dir gerade gut tun würden. Also ihr könnt ja gerne mal meinen letzten Beitrag lesen. Das ist halt so ein Beitrag, der ist nicht geplant oder so. Das ist halt so ein Thema, was einfach, oder so Wörter, die einfach aufkamen. Und ich weiß, davon ist natürlich auch irgendwie nicht 100% von mir. Ich frage mich halt immer ganz oft, was ist von mir? Was habe ich irgendwo anders gelernt? Was habe ich mir irgendwo abgeschaut? Und natürlich beeinflusst mich alles. Also ich weiß zum Beispiel, dass Stefanine, obwohl ich schon lange keine Interviews mehr von ihm schaue und Seitentexte von ihm lese, mein Schreiben irgendwie immer noch, also immer noch irgendwie so einen Einfluss auf gewisse Überzeugungen von mir hat, weil ich einfach lange, lange, ja, auch so danach gelebt habe fast schon. Und natürlich jetzt neuerdings bei Harry Maas, weil ich ja auch gerade Hardware mache und das hat einfach auch. Das löst auch teilweise diese Moods aus, die dann dazu führen, dass solche Wörter aus mir überhaupt herauskommen. Also, ja. Hallo an alle, die gerade eingeschaltet haben. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann fragt doch gerne. Ja. Wo war ich? Ah, genau, ich habe über meinen Text geredet. Wie bin ich überhaupt darauf gekommen? Wegen von Gefängnis zu Gefängnis, von Schublade zu Schublade quasi. So ein Teil aus meinem neuen Text. Und da kommen wir wieder zurück zu den Labels, zu Veganismus, zu allem Möglichen. Was bringt es mir? Was bringt es mir, aus dem einen Gefängnis auszubrechen, wenn ich mich ins nächste wieder einsperre mit irgendetwas. Und hallo, liebe Stefanie, schön, dass du da bist. Und es ist halt einfach anstrengender, offen zu sein. Ich möchte einfach ein offener Mensch sein, der sich informiert und der halt im Moment entscheidet. Hallo Jasmin, meine Namensvetterin. Schön, dass du da bist. Genau, ich möchte halt im Moment entscheiden und nicht von vornherein schon mich in irgendeine Schublade stecken und mir dann nichts anderes mehr erlauben, weil es ist ja immer alles situationsabhängig und natürlich ist es anstrengender, weil man muss sich mehr informieren, man muss sich Gedanken machen, man muss offen bleiben und auch immer wieder neu entscheiden. Auch Entscheidungen treffen kann ja unglaublich viel Energie ziehen auch. Und ich kann das auch verstehen, dass wenn man sagt, okay, ich bin jetzt das und ich mache jetzt den Kopf zu und das gibt mir halt auch einen gewissen Halt,
Das kann ich auch verstehen, aber ich glaube nicht, dass das so cool ist. Und worum geht es? Eigentlich geht es um nichts so richtig. Also, eigentlich mache ich einfach einen Livestream und erzähle gerade das, was hochkommt. So, und ich habe halt irgendwie angefangen, über Marie Johnsons letztes Video zu reden auf YouTube. Sie hat halt darum, also sie hat halt ein Video zu Weltschmerz gemacht und wozu das halt alles so führen kann und dass, ja, dass halt durch die Medien man auch teilweise sehr pessimistisch wird und sich ein bisschen ohnmächtig und hilflos fühlen kann, aber dass es eigentlich gar nicht so ist. Also, dass es auch viele positive Entwicklungen auf der Welt gibt, nur die Katastrophennachrichten kommen halt einfach besser an und werden uns halt jeden Tag so an den Kopf geklatscht. Und natürlich ist es wichtig, sich auch damit auseinanderzusetzen, aber ja, es ist halt alles nicht so schwarz-weiß und irgendwie rede ich da gerade so drüber und da bin ich auch so ein bisschen mit auf das Thema Veganismus gekommen. Und was ist, hi, ich vermisse dich. Wer bist du? Könntest du mir ausrasten? Naja, gut. Egal, da gehe ich jetzt gar nicht drauf ein. Oh, Weltschmerz. Ja, ich bin hochsensibel und da muss ich mich immer extrem schützen. Schützen und hochsensibel. Spannend. Also ich würde mich auch als hochsensibel bezeichnen. Ich habe aber das Gefühl, dass Menschen sowieso eigentlich, also Menschen in ihrer natürlichsten Form sind meiner Meinung nach fast alle hochsensibel. Nur gibt es Menschen in dieser Gesellschaft, die extrem abgestumpft sind. Und die, die es nicht sind, die bezeichnen sich selbst als hochsensibel. Also so einen Eindruck habe ich teilweise. Und ich habe das Gefühl, je näher man an seinen Kern kommt, desto sensibler wird man auch wieder. Irgendwie. Ja, und das mit dem Schützen ist halt auch so eine Sache. Also ich setze mich auch keiner Informationsflut von irgendwie Negativschlagzeilen so aus, weil ich halt ganz genau weiß, das macht was mit mir. Aber ich meine, es ist so und so, es ist ja auch nicht immer schlecht. Zum Beispiel dieser Weltschmerz führt dazu, dass ich einfach auch Verbundenheit mit allen Lebewesen auf diesem Planeten fühle. Und ich finde, Verbundenheit ist eine wunderschöne Sache. Und wenn man, also klar, man kann sich über Licht und Liebe verbinden, aber am stärksten verbindet man sich teilweise über den Schmerz. Und ich finde, diese Brücke zu schlagen, kann auch was Schönes sein. Einerseits. Und andererseits, dieses Schützen ist halt auch immer so. Klar, ich finde sowieso, dass man aufpassen sollte, was man konsumiert und womit man sich den ganzen Tag so berieseln lässt. Aber ab und zu sollte man sich auch trauen, sich gewissen Situationen auszusetzen. Weil auch wenn es extrem intensive Gefühle in einen auslöst, die sind ja per se auch nichts Schlechtes. Also eigentlich ist es doch so, so schön, alles so intensiv fühlen zu können. Nur wir haben das so beigebracht bekommen, dass wir das halt, dass wir so die einen Gefühle wie Wut, Angst, Trauer so als negativ labeln und halt nicht empfinden wollen und auch ein bisschen Angst. Also ich habe das Gefühl, als Hochsensibler hat man so ein bisschen Angst davor, dass einen die eigene Gefühlswelt so übermannt. Und ja, einfach sich zu trauen, da reinzutauchen und auch, ich weiß nicht, auch seinen Gefühlen einen Ausdruck zu verleihen. Natürlich nicht. Also man muss natürlich schauen, wie das ist bei einem selbst und dann sich nicht permanent irgendwie da irgendwas aussetzen, was einem einfach nicht gut tut. Ja, gebe dir Grund. Oh, jetzt bin ich hier irgendwo draufgegangen, ne? Muss mal kurz gucken, ohne dass ich hier irgendwas beende oder so. Eigentlich will ich scrollen, aber gerade bin ich zu blöd dazu. Ah, jetzt habe ich es. Ja, gebe dir grundlegend recht. Auch wenn es natürlich schon so ist, dass manche Menschen weniger Spiegel erhoben haben und eben dadurch weniger Empathie empfinden können. Was meinst du genau mit Spiegel erhoben? Empfinden können oder vielleicht wollen sie das nicht?
Auch eine spannende Frage, oder? Schutz benötige ich eher, wenn es um Nachrichten geht. TV schaue ich zum Beispiel gar nicht. Ich auch nicht. Also da bin ich ganz bei dir. Schutz ist ein Reflex des Angstfeldes. Wie wäre es mit Distanzierung der Situation? Ja, Distanzierung aus Liebe zu sich selbst. Schutz ist echt so, genau. Schützen muss man sich, wenn man Angst hat. Aber Distanz kann halt auch gesund sein. Aber das ist auch wieder alles so eine Sache. Wir wissen ja eigentlich, was gemeint ist, wenn wir sowas sagen, ne? Also ich finde Sprache an sich, Wörter an sich, und jetzt wird es ein bisschen philosophisch, aber jetzt komme ich auch wieder so ein bisschen zurück auf Stefan Hine, weil das ist nämlich auch was, was mich extrem von ihm so geprägt hat, weil er halt sagt, dass Wörter eigentlich nur die Hülle sind für die Schwingung, die dahinter steht und das, was wir halt kommunizieren möchten als Mensch. Und das finde ich so wichtig, weil ein und dasselbe Wort kann bei der einen Person etwas anderes bedeuten als bei der anderen, wenn ihr versteht, was ich meine. Und deswegen verstehe ich das auch immer nicht, wenn man sich an Wörtern so extrem aufhängt. Vor allem dann, wenn Menschen es gar nicht böse gemeint haben. Also da gibt es ja auch momentan so einen Trend, ne? Dass man sich irgendwie immer politisch korrekt ausdrücken muss, wo ich mir manchmal so denke, ja. Ich verstehe das und das ist super wichtig, sensibel auch mit Sprache umzugehen und korrekt. Aber irgendwie wird es langsam ein bisschen steif, ne? Und wenn ich ganz genau weiß, ey, die Person hat das nicht böse gemeint und die Schwingung hinter dem Wort war, es war einfach keine böse Absicht. Es ist auch nicht so bei mir angekommen, dann verstehe ich es nicht, wieso man sich so krass an Begrifflichkeiten teilweise aufhängt. Aber das ist jetzt nur so eine Nebenstraße, die gerade bei mir hochkam. So, ich bin. Ah, jetzt kann ich scrollen. Genau, also ich liebe es, alles zu fühlen, aber ich muss mir nicht jeden Tag leidende Tiere anschauen. Sowas meinte ich eher. Ja, klar, das stimmt. Das geht mir auch so. Und teilweise ist es aber auch schwierig. Also zum Beispiel, wenn ich Instagram öffne und es ist halt gerade so ein. Ja, es ist gerade ein super aktuelles Thema, wo halt gerade sich jeder irgendwie berufen fühlt, darüber zu reden, wo ich mich natürlich nicht von ausschließe, das habe ich genauso gemacht. Dann ist es halt schwierig, drum herum zu kommen. Aber genau, dann könnte man halt auch diese gesunde Distanz aufbauen, wenn man halt merkt, ey, das tut mir gar nicht gut, dass man dann halt einfach nichts konsumiert und sich mal ein gutes Buch nimmt und sich irgendwie auf die Couch legt und erstmal wieder runterkommt. Spiegelneuronen. Ja, Spiegelneuronen. Wir funktionieren über Spiegelneuronen, ne? Nennen wir es liebevolle Abgrenzung. Genau, nennen wir es einfach so, wie wir es nennen möchten und wie es für uns selbst am stimmigsten ist. Oder übernehmen wir einfach das von jemand anderem, was wir selbst am schönsten finden. Das ist auch so ein Thema. Das hatten wir bei Evolve, Transformations-Coach-Ausbildung, die ich mal bei Baha gemacht habe, also bei Baha Yilmaz. Und da ist mir, also eins der Sachen, die mir da am meisten im Gedächtnis geblieben sind, ist dieses, wir mussten, glaube ich, in so einer Session oder so mal einen Satz nachsprechen, der ungefähr so ging. Ich traue mich, eine Kopie, also ich traue mich, eine Kopie zu sein, damit mein Original zum Vorschein kommen kann. Und das fand ich so stark, weil eigentlich machen wir als Kind zum Beispiel nichts anderes. Wie lernen wir sprechen? Wie lernen wir laufen? Wie fügen wir uns irgendwie in unser soziales Umfeld ein? Wir machen das alles über Imitation eigentlich. Also das ist ja auch, egal was man sich irgendwie versucht anzueignen oder zu lernen, das ist ja wirklich der schnellste Weg ist ja einfach irgendetwas zu kopieren oder zu imitieren. Und ja, Kinder machen sowas zum Beispiel ganz natürlich. Da würde man auch nie sagen, hier, oder keine Ahnung. Aber es geht einfach darum, dass man diese Angst, eine Kopie zu sein, auch ein Stück weit loslässt, damit man sich überhaupt erstmal traut, irgendetwas nachzumachen. Vielleicht macht man ja erstmal etwas nach auf seine Weise. Was man halt gut findet, was man bei jemand anderem gesehen hat. Außerdem, man kann auch gar nichts eins zu eins nachmachen. Also es wird immer so ein bisschen so die eigene Note haben, aber vielleicht am Anfang, weil man halt nicht weiß, wie genau, wird es so ein bisschen so wie so ein Nachmachen
mache, rüberkommen. Wir haben ja so Angst auch immer davor, irgendwie so eine Copycat zu sein. Also ich kenne das zum Beispiel von mir, deswegen hat sich das auch so stark bei mir eingeprägt. Aber einfach diese Angst loszulassen und auch Sachen, ja, ruhig nachzuahmen. Und also damit dann mein Original zum Vorschein kommt. Und nämlich dann, wenn man besser und sicherer wird, dann hat man einfach so ein Feld und so ein neues Level, wo dann halt auch, wo man sich dann vielleicht traut oder wo dann automatisch irgendwann das Original getriggert wird, sodass dann die eigene Message durchbricht. Aber vielleicht musste man vorher eben diese Angst loslassen, eine Kopie zu sein und sich das erstmal trauen, irgendetwas zu sagen, bevor man irgendetwas Authentisches und Uniques sagen kann. Keine Ahnung. So, lese ich mal wieder ein bisschen, was ihr geschrieben habt. Ich muss immer so ein bisschen hin und her switchen, weil wenn man gerade redet und dann irgendwas liest, dann kommt man voll raus. Habe ich vorhin festgestellt. Oh Gott, jetzt. Ja. Oh Mann, ich bin zu blöd zum Scrollen. Okay, Moment. So, Stephanie schreibt, Baha und Jeffrey sind so genial, ja, wirklich. Habe Unkammer bei ihnen gemacht. Ich habe Unkammer auch gemacht. Schon zwei Durchgänge und das hat so viel in mir verändert. Nach dem ersten Durchlauf Unkammer kam erstmal, oh mein Gott, davor hatte ich voll das Hoch, weil ich die ganze Zeit, keine Ahnung, ich bin irgendwann so auf diese Persönlichkeitsentwicklungs- und Spiritualitätsszene gestoßen. Und dann habe ich konsumiert, konsumiert, konsumiert und ich hatte so ein Hoch. Ich dachte so, ich hab's raus und alles ist jetzt für immer gut. Und ich hatte so einen Höhenflug. Dann habe ich Unkammer gemacht und dann die Zeit danach in meinem Leben. Ich weiß nicht genau, ob es damit zusammenhängt oder nicht, ob es das getriggert, also ob Unkammer auch diesen Prozess bei mir getriggert hat. Aber ich habe danach ganz viele Sachen erlebt, wo ich mir dachte, okay, ich mache gerade 10 Schritte rückwärts, ich mache gerade 20 Schritte rückwärts, ich mache gerade 100 Schritte rückwärts. Und ich habe mich im ersten Moment so dafür verurteilt, weil ich mir so dachte, Scheiße. Ich habe ja nichts gelernt und ich habe ja noch gar nicht alles raus und irgendwie wird es bringt alles nichts und ja, ich falle in alte Muster zurück, von denen ich schon längst dachte, dass ich sie aufgelöst habe und so. Und dadurch, dass ich mich dafür dann auch noch verurteilt habe, ja, wurde es halt auch nicht besser. Ich habe mich sogar eher so ein bisschen von all diesen Themen dann abgewendet, weil ich mir dachte, ich will einfach den Kopf zumachen und mein Leben leben und mich nicht so viel mit sowas beschäftigen und so ein Hin und Her. Und das ist auch, also so die letzten 2 Jahre waren auch so ein bisschen geprägt davon. Und erst jetzt merke ich so langsam, also finde ich so langsam so eine Balance und kann irgendwie so die Waage halten zwischen, ich informiere mich und ich beschäftige mich mit diesen Themen und ich beschäftige mich gar nicht damit und mache mal ein bisschen den Kopf zu und lebe einfach mein Leben. Und pack nicht alles in diese Schiene und sehe nicht alles aus dieser Sichtweise und durch diese Persönlichkeitsentwicklungs-Spiritualitätsbrille. Ja. So, was habt ihr noch geschrieben? Stimmt. Kann ich hier und jetzt zulassen, ein Verlierer zu sein? Ja, das ist auch so eine schöne Sache, ne? Sowieso, alle Sätze, die so in den Sessions fallen, die auch mit Schattenarbeit zu tun haben. Deswegen habe ich das übrigens auch in mein Profil geschrieben, weil das einfach, das ist ein, also es mit eins der Themen, die einfach am meisten bei mir bewirken. Schattenarbeit ist so crazy bei mir. Also das berührt mich immer so sehr. Ich glaube, Baha und Jeffrey haben momentan auch eine kostenlose Session online, wenn ihr auf Baha Yilmaz YouTube-Kanal geht und euch dann das letzte Video anschaut. Darunter, also die machen ja irgendwie bald auch wieder so einen neuen Kurs und da gibt es schon so eine Probesession zu und die ist, glaube ich, von Empower Yourself, dem größten Offline-Seminar quasi, was die beiden veranstalten, was die ja auch 2019, ich glaube, Ende September oder so, ja, da haben die das auf jeden Fall veranstaltet und davon ist es eine Session und ja, die habe ich
Gestern, nee, vorgestern, glaube ich, gemacht und da musste ich auch wieder so weinen. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Ah, um Veränderung und um Menschen, von denen man denkt, dass sie einen zurückhalten und von denen man denkt, dass sie ein Negativbeispiel dafür sind, dass sie sich gar nicht verändert haben. Und irgendwie verurteilt man diese Menschen auch so ein bisschen dafür. Und natürlich auch den Anteil dann in einen selbst, weil sonst würde man diese Menschen nicht verurteilen. Ne? Ja, und einfach in dieser Session hat man dann halt irgendwann diese Leute vor sich und sagt ihnen, dass, also gesteht sich ein, dass auch diese Menschen, von denen man dachte, sie haben sich gar nicht verändert, sich auch verändert haben und dass man das einfach nicht sehen wollte, um das quasi so als Ausrede zu nutzen, sich auch nicht verändern zu müssen. Hey, und an dieser Stelle musste ich einfach schon wieder so weinen. Das hat mich so berührt. Ich dachte so, Mann, ey, so heftig. Ja, okay, ich lese wieder ein bisschen weiter. Ein großartiger Satz, sagt Patrick. Welchen Satz meintest du? Weiß ich gerade nicht. Das mit dem Verlierer, da was drüber steht, von Stefanie. Ja, manchmal sind wir halt einfach Verlierer und es ist auch in Ordnung. Und manchmal sind wir nicht gut genug und das ist auch in Ordnung. Und manchmal lieben wir uns nicht selbst zu 100%. Trotzdem können wir anderen Menschen gegenüber Liebe empfinden und ihnen Liebe zukommen lassen. Das sind auch alles so Sachen und Maßstäbe. Da sind wir wieder bei diesem neuen Gefängnis. Das ist halt einfach, ja. Manchmal gibt es halt immer so eine Kehrseite, die man halt auch bedenken muss, wenn man sowas anstrebt. Es ist ja ein sehr hohes Ideal und 100% perfekt können wir sowieso als Menschen nie sein und darum geht es auch gar nicht. Und das sind halt so blinde Flecken in der Szene, über die wir uns auch Gedanken machen sollten und die wir auch aufdecken sollten. Und wenn wir das ganz genau spüren, das stimmt irgendwie was nicht, das macht mich gerade gar nicht glücklich, sondern macht mich noch viel, viel unglücklicher, dass wir dann halt auch so mutig sind und das äußern und sagen, ey, nee, keine Ahnung, diese Technik bringt bei mir nichts oder dieser Satz, der bringt bei mir auch nichts, weil der mich mehr unter Druck setzt irgendwie als alles andere. Und dann weg damit, wenn es uns nichts bringt, ganz ehrlich, nur weil irgendwer sagt, dass es so ist. Ja, I feel you, sagt Stephanie. Was ist Life Force Com? Ja, genau, das ist das. Ja, die beiden machen einfach wirklich so eine transformierende Arbeit, nicht nur an der Oberfläche und sie leben es eben auch selbst. Ja, das ist auch so ein bisschen die Kunst, ne? Auch seine eigene Medizin zu schlucken. Weil man kann ja viel predigen, aber wenn man am Ende des Tages immer nur irgendwie gute Tipps und Ratschläge verteilt, an die man sich noch nicht mal selbst hält. Ja, dann weiß ich nicht, wem das was bringt oder wie authentisch das dann halt auch ist. Und Hardwell macht halt auch richtig viel gerade mit mir. Also, ich bin schon offener. Ich meinte letztens auch so zu jemandem, ich meinte so, oh mein Gott, ich fühle mich wie so verliebt, also normalerweise, also meine Grundstimmung, ich will jetzt gar nicht sagen, ich bin Punkt, 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 weil dann haftet man schon wieder zu sehr daran an, aber eigentlich bin ich so ein Mensch, der halt so ein bisschen so, ich hasse Menschen, bleibt alle fern von mir und im Moment ist wirklich dieses Aktiv in mir so, ich könnte die ganze Welt umarmen. Ich könnte mich so in jeden verlieben gerade. Gefühlt, dieses Potenzial wurde irgendwie entfacht. Und das ist gerade so lustig. Und es ist gerade echt so eine positive Gefühlswelle. Wobei ich auch sagen muss, nachdem ich auch eine sehr negative Welle, also was heißt sehr negative Welle hatte, aber davor war schon so, ja, dass ich eher gedacht habe, okay, da kommt ganz schön viel hoch, vor dem ich auch Angst habe und was ich auch eigentlich gar nicht ansehen will. Und mir ging es gar nicht so gut, als wir mit Hardwar gestartet
sind am 27.12. Und jetzt erst, nachdem diese Vorarbeit geleistet wurde und wir jetzt so langsam so näher an den Kern vom Kurs rücken, werden bei mir halt auch so die positiven Gefühle gerade sehr stark getriggert. Das ist auch, das macht einem auch Angst, wenn man sich so denkt, oh mein Gott, so kann ich mich nicht auf die Welt loslassen. Ja, aber das ist ja gerade das. Und das hat Abba letztens auch in ihrem Text geschrieben, dass irgendwie unser Herz das möchte, dass es nicht diesen Unterschied macht von positiver oder negativer Erfahrung, sondern es möchte einfach beben und leben und vibrieren. Egal, ob es da rauf oder runter geht. Und wir haben halt immer so Angst vor diesem Tal, dass, ja, wir das so. Und wenn wir das hier verneinen, dann gibt es auch das hier nicht, ne? Also, dann dümpelt man halt irgendwie so in so einem mittleren, auf so einer mittleren Frequenz vor sich hin, aber das ist einfach kein Leben, Leute. So will ich doch nicht leben. Was ist denn das? Das ist einfach, das ist ein Alltag, der sich nie verändert. Das ist eine Komfortzone, die man nie verlässt. Das sind Menschen, die 70 Jahre leben und irgendwie, weiß ich nicht, 40 Mal das fast das gleiche Jahr erfahren. Und was ist denn das? Ich komme da gar nicht mehr drauf klar, ne? Und wenn man das mal mit diesem Herz, mit der Herzfrequenz vergleicht, mit dem Herzschlag, das hier, meine lieben Freunde, bedeutet, dass ihr tot seid. Und das hier bedeutet, dass ihr am Leben seid, ne? Also, ja, wollt ihr einfach nur existieren oder wollt ihr leben? So. Die Entscheidung liegt wie immer in eurer Hand. Ich kann sie euch nicht abnehmen. Jetzt, keine Ahnung, jetzt. So, lese ich mal wieder ein bisschen, was Stefanie geschrieben hat. Christi Spirit sieht zu. Hallo. Natalia sieht zu. Oder Natalia oder Natalia? Natalia, ne? Hallo, schön, dass ihr zuschaut. Was hat Stefanie noch geschrieben? Ich mache gerade die Rose von Laura Seiler und manchmal fehlt mir die Tiefe. Aber sie hat einiges mit integriert von den beiden. Das finde ich schön, dass es keine Konkurrenz geben muss. Ja, ich meine, was heißt mit integriert von den beiden? Wahrscheinlich einfach ähnliche Techniken, die die beiden auch nutzen. Wie gesagt, es sind ja auch Techniken, die gibt es schon auf der einen oder anderen Art und Weise da draußen. Also vieles kommt ja auch rüber also von Amerika, von Trainern dort. Keine Ahnung, es kommt halt immer drauf an, ne? Es gibt alle möglichen Techniken, Tools und Methoden und vieles ist halt auch das Gleiche. Jeder macht da so ein bisschen seine eigene Sache draus und jeder hat auch einen eigenen Schwerpunkt. Ich fand Laura Marlina Seiler heißt sie, glaube ich, ne? Ich fand sie eine Zeit lang auch richtig cool. Also ich hatte so eine Zeit, da habe ich immer ihren Podcast gehört und ich finde sie auch ganz toll. Ich finde auch die Interviews, die sie führt, immer noch. Also manchmal bin ich so voll im Mut und dann schaue ich mir auch noch mal was von ihr an oder so. Aber irgendwann habe ich gemerkt, nee, also so richtig mein Vibe, meins ist das halt nicht. Und ja, und Bahar ist halt einfach, es ist halt wirklich super leicht für mich, mich mit ihr zu identifizieren, weil ich meine, ich habe halt einfach auch diesen türkischen Background und irgendwie, man fühlt sich dann so automatisch so zu der Person hingezogen, wenn man sich denkt, ey, wenn die Person halt, die vielleicht einen ähnlichen Hintergrund hat, jetzt sowas macht dann, und das auch im deutschsprachigen Raum, dann kann ich das auch. Also so auch so als Idol eignet sich das einfach besser für mich, ist für, so greifbarer für mich. Und dann natürlich auch die Themen. Also wirklich, dieses, da hat sie letztens auch ein IGTV-Video zu gemacht, dieses Anderssein. Oh mein Gott, das ist einfach Story of my life. Ich habe mich immer gefühlt wie ein Alien. Egal, und noch nicht mal so, dass man mir das vielleicht von außen angesehen hätte. Ich war nämlich nicht so ein Kind, was von vornherein in der Schule immer ausgeschlossen wurde oder so. Ich war eine von den coolen Kids, also eine Zeit lang. Also in meiner Grundschulzeit und danach so bis zur,
Ich weiß nicht, ich würde sagen 8. Klasse, bis ich selber begriffen habe, dass ich cool sein nicht cool finde und mich so bewusst ausgeklinkt habe, weil ich mich sowieso innerlich einfach so teilweise so anders gefühlt habe, obwohl ich bin einfach eine hervorragende Schauspielerin. Ich kann mich super gut. Ich weiß immer ganz genau, was ich sagen muss, damit Leute mich mögen oder so, oder damit ich zum Beispiel sympathisch wirke. Ich weiß aber auch ganz genau, was ich sagen muss oder wie ich mich verhalten muss, damit ich hochgradig unsympathisch rüberkomme. Deswegen, ich habe das halt auch ganz oft, dass mich Menschen extrem unterschiedlich wahrnehmen, die mich aus verschiedenen Umfelden kennen, also zum Beispiel aus der von der Arbeit oder Freundeskreis, Familie. Ich habe das Gefühl, ich habe überall einfach so andere Rollen eingenommen, wo das ist einfach so. Okay, teilweise ist es so, dass ich mich nicht hundertprozentig traue, überall authentisch zu sein, was ja auch normal ist. Wir nehmen in unserem Alltag immer gewisse Rollen an, aber teilweise ist es halt auch so, dass ich das richtig genieße, weil ich halt so ein facettenreicher Mensch bin und so halt die Möglichkeit habe, verschiedene Facetten von meiner Persönlichkeit auszuleben. Wie ihr merkt, ich rede sehr gerne über mich selbst. Ja, habt ihr noch was geschrieben? Absolut, schlimmste Vorstellung, eine Monotonie im Leben. Ja, wobei ich sagen muss, ich habe mich jetzt ganz bewusst so einer gewissen Monotonie ausgesetzt. Also, ich bin halt nach meinem Studium wieder zu meiner Mama gezogen, also momentan. Und sie wohnt halt in einem relativ kleinen Dorf und ich mache halt auch nicht viel. Und ich habe es so ein bisschen absichtlich gemacht, um halt total runterzukommen. Und auch, ich finde, im Winter passt das halt auch total so. Ich wollte einfach ein bisschen runterkommen, in mich gehen, meine spirituelle Praxis vertiefen. Das habe ich halt auch alles gemacht. Aber ich merke jetzt auch schon wieder langsam, wie es so unter meinen Nägeln kribbelt einfach. Und ich mir so denke, okay, ich habe meine Energien aufgeladen. So, here I am. Es kann Leben, das Leben kann wieder auf mich einprasseln. Aber ja, manchmal braucht man auch so ruhige Phasen. Dann sollte man sich die auf jeden Fall auch nehmen. Und das kann auch eine gewisse Monotonie sein. Aber was ich damit meinte, war ja was anderes halt, dass man halt immer irgendwie das Gleiche macht. Ja, und für immer sich selbst sozusagen in seine Komfortzone einsperrt. Das war ja damit gemeint. Techniken für, ja, Techniken, Methoden, ach so, damit meinte ich, halt so innerhalb der Spiritualität, weil wir halt über Bahá'í Yilmaz geredet haben und über Laura Marlina Seiler und dass die halt so gewisse Sachen machen, die sich halt ähneln. Das eine findet der eine vielleicht ein bisschen oberflächlicher, das andere wirkt beim anderen wieder total, was der eine dann wieder gar nicht verstehen kann und fühlt sich so an, als ob es mehr Tiefe hätte oder so, was ja auch von Person zu Person unterschiedlich sein kann. Und ja, da gibt es halt so gewisse Techniken und Methoden, mit denen man da arbeiten kann. Also zum Beispiel, was Bahá'í und Jeffrey ganz viel machen, sind so Sessions. Und das kann man sich ein bisschen vorstellen wie eine geführte Meditation. Und da arbeiten sie halt ganz viel auch mit so verschiedenen Frequenzen und Musik und Klängen. Das wird meistens von Jeffrey angeleitet und dann wird man da so durchgeleitet und es ist halt wie so eine kleine Geschichte, die man halt in seinem Kopf durchlebt und das triggert halt einfach auch ganz viel in einem und das ist halt super wichtig, mit sowas auch zu arbeiten, um ja, um auch so ans eigene Unterbewusstsein. Also erstmal, um ins Gefühl zu kommen, finde ich, also so empfinde ich das, so erlebe ich das für mich, und auch um ans Unterbewusstsein zu kommen, wobei ich auch nicht ganz weiß, wie genau das funktioniert. Aber es berührt irgendwas, weil es funktioniert. Ich hinterfrage eigentlich gar nicht, wie. Das ist übrigens auch so ein Satz, der in den Sessions immer wieder fällt, auch wenn ich nicht weiß, wie. Auch einer der wichtigsten Sätze, weil wir halten uns immer so lange an dem Wie auf. Ja, wie mache ich das und wie funktioniert das? Und wir wollen immer alles verstehen bis ins kleinste Detail, aber ich muss etwas nicht bis ins kleinste Detail verstehen, um es aufzulösen. Das ist auch so ein Trugschluss und das einfach mal loszulassen und sagen, auch wenn ich nicht weiß, wie, ich mache das jetzt einfach und
okay, es macht was mit mir und irgendwie verändert sich was in meinem Leben und ich kann mir eigentlich gar nicht erklären, wie genau das passiert ist. Ich weiß auch nicht genau, was, wo, wie jetzt auf mich eingewirkt ist, aber irgendeine Technik, irgendeine Nuance hat irgendetwas in mir getriggert und das hat vielleicht zu dieser Veränderung geführt und ja. Genau. So, ist jetzt noch. Ich als Deutsche kenne das auch mit dem Anderssein. Ja, klar, das war ja auch nicht auf die Nationalität bezogen. Das kann man ja auch auf alles Mögliche beziehen. Aber einfach anders. Also, ich meine, ich habe auch das Gefühl, dass in der Gesellschaft so gewisse Persönlichkeitstypen akzeptierter sind als andere. Also zum Beispiel in der Schule oder so, da ist es gut, wenn du extrovertiert bist, wenn du halt viel zu sagen hast, wenn du dich zum Beispiel oft beteiligst im Unterricht und viel meldest und so, dass dann, ja, du wirkst sympathischer, die Leute können dich leichter einschätzen und du kriegst wahrscheinlich gute Noten oder so. Also es kommt halt immer darauf an, wie man sich selbst präsentiert und so weiter und so fort. Aber die Introvertierten, die vielleicht sich auch nicht so oft äußern. Ja, ich habe das Gefühl, manchmal haben Menschen auch so, bauen dann eine Distanz auf, weil sie vielleicht ein bisschen Angst, also vielleicht steckt auch so ein bisschen die Angst vor dem Unbekannten hinter, aber die sind, also ich will jetzt nichts pauschal sagen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das die Menschen sind, die manchmal ein bisschen missverstanden werden. Und auch schnell abgestempelt, obwohl das kann man auch mit allen machen, eigentlich je nach Rolle. So, was hat Stefanie noch geschrieben? Ja, bei mir ganz genauso. Ich war eigentlich immer recht beliebt und dann hat mir das Universum andere Situationen geschenkt. Das mit dem Anpassen kenne ich auch. Ist natürlich auch für sensible und empathische Menschen leichter. Genau, ja. Das geht natürlich super, wenn man sich ins Gegenüber so gut einfühlen kann und dann halt je nachdem irgendwie dann reagieren kann und jeder Mensch fühlt sich geschmeichelt, wenn er sich irgendwie gesehen und verstanden fühlt. Das ist natürlich auch schön für das Ego vom Gegenüber. Deswegen entstehen auch immer wieder so Beziehungen zwischen Narzissten und Empathen. Weil, ja, okay, könnte ein bisschen toxisch sein werden. Ach, obwohl, das sind wir wieder bei den Labels, ich weiß nicht. Und man soll das ja, glaube ich, auch nicht sagen, so Narzisst. Also so, ich weiß nicht, ich glaube, im Umgangssprachlichen sagt man, das ist so salopp daher, aber ich meine, das ist, glaube ich, einfach eine Persönlichkeitsstörung, wo die man nicht einfach so irgendjemandem diagnostizieren sollte. Schon gar nicht sich selber. Naja, so. Und mich selbst als Alien gefühlt. Ja, manchmal. Ja, manchmal nimmt man das ist auch wieder so ein blinder Fleck manchmal. Das nimmt man halt dann auch so als Ausrede, sich nicht mit irgendjemandem connecten zu müssen. Nach dem Motto, ja, mich versteht ja sowieso keiner. Ich bin so besonders und so anders. Niemand könnte mich jemals verstehen. Und deswegen möchte ich nichts mit euch zu tun haben, weil. Also auch so ein bisschen auf die Schiene, ich bin was Besseres, weil ich anders bin, was ja auch nicht so cool ist. Also das meine ich mit dem Offenbleiben, ne? Mit dem Offenbleiben und die Schwingung hinter den Wörtern fühlen und jede Situation neu bewerten, weil, ja. Ich habe, glaube ich, kurz den Faden verloren. Was wollte ich gerade sagen? Offen bleiben, Situationen. Seht ihr, das passiert mir so oft, aber egal. This shit is real. Ich lese einfach weiter. Natalia hat was geschrieben. Natalia. Whatever. Okay. Ich glaube inzwischen, dass wenn Mensch im Außen Konflikte meidet, eventuell mehr Konflikte im Inneren hat. Ja, interessante These. Das kann sein. Also, was ich bei mir festgestellt habe, ist, dass ich halt einfach in gewissen Situationen immer wieder ausgesetzt war.
zum Beispiel Konfliktsituationen oder Streits, für die ich vielleicht auch im ersten Moment gar nichts kann, die einfach irgendwie Bestandteil meines Umfelds waren oder so, vielleicht auch aus der Kindheit. Und man dann so eine Harmoniesucht entwickelt teilweise. Einerseits nimmt man diese Rolle ein von dieser Person, die immer alle retten will. Ganz schlimm. Also das heißt ganz schlimm, aber das ist dann halt einfach so ein Pattern, was da so entsteht, so ein Muster. Und andererseits, ich war halt teilweise an dem Punkt, wo ich mir gedacht habe, Alter, ich kann das einfach nicht mehr tragen gerade. Und mich deswegen einfach, aber da sind wir auch wieder bei der gesunden Distanz. Also da muss man halt abwägen, dass man halt so eine Balance findet zwischen, ich gehe in die Verbindung, ich riskiere auch mal was Blödes zu sagen, was Menschen triggert, ich riskiere auch mal einen Streit. Also ich werde nicht jetzt hier die ganze Zeit meine Wahrheit runterschlucken, nur um niemanden auf den Schlips zu treten. Aber ja, dass man sich dann nicht permanent irgendwelchen Situationen die ganze Zeit aussetzt, die einem auch nicht gut tun und hierzu auch eine gesunde Distanz bewahrt, dass man dann halt einfach, wenn man sagt, wenn man einfach ganz offen sagt, ich kann das gerade nicht ertragen und ich nehme mich da jetzt raus, das ist auch was, also es kann auch, wie gesagt, eine gesunde Distanz und ein gesundes Verhältnis zu sich selbst sein. Es ist halt immer situationsabhängig, wie schon so oft in diesem Livestream gesagt. Weil Mensch aus der Komfortzone muss. Ah ja, das ist natürlich auch was, ne? Wenn man sich halt sowas angewöhnt hat, dass man eher nicht in die Konfrontation geht, sondern sich eher so, ja, zurückzieht, dann kann sich das natürlich dann auch so als Komfortzone und Gewohnheit etablieren. Gewohnheit ist ja auch so ein Mega-Thema, womit so ein Fass, was man jetzt noch aufmachen könnte. Und ja. Wenn das dann erstmal, wenn diese neuronalen Strukturen dann erstmal im, heißt es überhaupt so, keine Ahnung, dann erstmal im Kopf gelegt sind, dann erfordert es ja, also je mehr man immer wieder das gleiche Muster auch fährt, desto schwieriger wird es ja auch da wieder auszubrechen und weil desto fester ist ja diese Komfortzone auch und diese Gewohnheit. Also ja, klar. So, Stefanie schreibt, Story of my life, zumindest als Kind und Teenager. Also harmoniesüchtig. Oh ja, das kenne ich auch gut. Musste erst lernen, dass ich Nein sagen darf und es Konflikte geben darf, die gesund sind. Ich hatte es in Beziehungen teilweise auch so krass. So, ich bin immer so, oh Gott, ich liebe ja diese aufopfernde Rolle des Retters, der irgendwie. Es ging dann die ganze Zeit nur darum, dass mein Gegenüber sich wohlfühlt und gut fühlt. Weil wenn nicht, dann hätte ich ja auch diese negativen Emotionen, vor denen ich so große Angst gehabt habe, sozusagen, auch in mir fühlen müssen. Also wollte ich es weg haben. Also musste ich quasi 24/7 mein Gegenüber retten. Pff, wie anstrengend. Und dann ist man in dieser Rolle. Und es ist eine anstrengende Rolle, die Rolle des Retters in Beziehungen, in die ich gerne gehe, weil es halt einfach so eine Gewohnheit und so ein Kindheitsmuster ist. Aber ich bin nicht hier, um, also es ist nicht meine Aufgabe, irgendwen zu retten. Und das Schlimme ist, man ist so in diesem Muster drin, man weiß gar nicht, wer bin ich eigentlich und wie fühle ich eigentlich, wenn ich aus dieser Rolle rausgehe. Weil es ist ja auch so eine Art Beschäftigungstherapie die ganze Zeit, ne? Ja, so kann man halt auch ganz gut irgendwie seinen Alltag rumkriegen und sich eben nicht mit dem beschäftigen, was eigentlich drunter brodelt und unbedingt angeschaut werden möchte. Ja, so. Wer schaut noch zu? Gibt mal ein Lebenszeichen oder schreibt was oder fragt was. Ihr habt jetzt die Möglichkeit dazu. Ich weiß gar nicht, wie lange rede ich denn schon? Kann ich mir das angucken? Oh, ich habe nur noch 10 Minuten. Wie krass, ey. Wie schnell ist bitte diese Stunde umgegangen? Ich glaube, also ich glaube, man kann nur 1 Stunde Livestream machen. Und ich hatte Angst, dass hier niemand was schreibt und ich diese Stunde nicht fülle. Aber auch wenn niemand irgendetwas geschrieben
hätte ich sowieso die Stunde gefüllt, weil ich einfach eine Labertasche bin. Ich glaube so, ich glaube, das ist auch wieder so geil, ne? Wenn man das so sieht, dann würde man halt auch niemals vermuten, dass ich in manchen Alltagssituationen einfach so socially awkward bin, dass ich so schüchtern bin, dass ich nicht mein Wort herausbringe. Aber das habe ich halt auch in mir. Ja. So, ich muss auch los. War schön, der Austausch. Ja, ich fand's auch sehr schön, Stefanie. Und danke, dass du so viel dazu beigetragen hast und so viel Input gegeben hast. Es war wirklich sehr schön, dass ihr mich nicht alleine gelassen habt hier. Ja. Eigentlich, ich glaube, dann sind wir auch so langsam am Ende, oder? Wenn jetzt auch nichts mehr kommt und irgendwie fällt mir jetzt spontan auch nichts mehr ein und dann will ich mir jetzt auch nichts aus den Fingern saugen. Ja, dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr dabei wart und freue mich, dass es so ein schöner, spontaner Livestream geworden ist, mit mehr Fragen auf jeden Fall, als ich erwartet habe. Ich dachte, ich mache hier jetzt echt eine One-Man-Show. Eine Stunde. Deswegen bin ich euch total verbunden und einfach dankbar, dass ihr hier wart. Und ja, einen wunderschönen Abend euch allen. Und bis zum nächsten Mal. Kann ich das schon wieder nicht speichern?